Was also, Leute, hier ist wieder Jack Linus mit Let's Suicide Dark Souls. Immer noch live aus Anor Londo. Dort, wo wir den letzten Part beendet haben. Mit drei Estes wollen wir hier, da war nämlich noch eine Tür am Ende, das habe ich gesehen. Genau, da wollen wir jetzt lang und uns langsam zum Boss schnetzeln. So, oh, hi. Ich denke ja nicht, dass ich dich... Dieser Schildbash, ich hasse ihn so. Denk ja nicht, dass ich dich nicht bemerkt hätte. Und weg mit dir. Ole, ole, ole. Dieser Schildbash. Lass das doch. Mann. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich gesagt habe, dass ich ihn nicht mag. Warum machst du ihn dann? Wow. Oh je. Andauernd. Hier. Und nochmal. Das war's noch nicht ganz. Du kommst hoch und stirbst. Wie wär's das, hä? Wie wär's damit? Gut. Die lassen aber auch keine Items fallen. Ich will deren Rüstung, Mann. Jetzt geht's also hoch. Oberstes Stockwerk oder wie sieht's aus? Mhm. Oi. Kein Grund hier so abzudrehen. Kumpel. Oh, dieser Schildbash. Lass es doch. Lass es doch. Haben wir nicht ausführlich über diesen Schildbash gesprochen, dass ich ihn nicht mag und warum du es unterlassen solltest, ihn zu machen. Du und deine Sorten. Ja. Darum. Weil ich sonst aggro werde. Und das kann dir und mir nicht gut tun. Okay. Ich muss da einfach mal so einen starken zweihändigen Schlag machen. Ne? Okay. Und kapau. Bam, weg. Ein Item. Drachentöter-Pfeil. Der hat mir jetzt einen Pfeil da gelassen. Seriously. Wo kommen wir hier überhaupt hin? Da hinten gab es doch auch noch einen Gang. Mhm. Dann will ich mal diesen Gang lang gehen. Hä, war hier nicht ein Ritter? Hier war doch ein Ritter. Ja, eben. Ja, schlag ruhig. Und triff mich nicht. Und wie der sich manchmal auch umdreht. Plötzlich so schnell. Dämlich. Einfach nur dämlich. Und ah. Gib schon auf. Du bist meiner nicht würdig. Weg mit dir auf dem Boden dort, wo du hingehörst. Ich schleudere dich auch gerne über die Brüstung, hä? Wie wär's? Dieser Schildbash. Du siehst, wo er dich hinführt. Auf den Boden! Jetzt bleib endlich da. So. Know your place. Otherwise, I will make you know it. Just so you know it. Was ist das? Whatever can be done. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? No. Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Aber ich hab sie getötet. Nicht umgekehrt. Quite a fix. We'll need another three. No. Maybe five bodies. Quite a fix indeed. Was ist los mit dem? This is quite a... Kämpft er dann auch? Weil ich höre hier schon Silberritter. Wow! Nicht direkt erschrocken. Aber wo kam der jetzt her? Hat er mich gerade durch die Tür geschlagen? Okay. Jetzt zeige ich dir mal, wie man die verprügelt, hä? Von wegen, ich wurde von denen ja verjagt. Oh, dieser Schildbash. Okay, siehst du das? So macht man das, Zwiebelritter. Ich hab dich doch schon mal vor Sens Festung gesehen, oder nicht? Hast es aber auch weit gebracht, hä? Bist du auch durchgekommen? Soleil auch. Mann, plötzlich fühle ich mich so, als hätte ich nichts Gutes in diesem Let's Play gemacht, weil jeder plötzlich hier in Sens Festung ist, in Anor Londo ist. Okay. Was?
Ich verdrück mich. So, jetzt können wir. Jetzt weiß ich, wodurch er mich geschlagen hatte eben. Er war durch die Tür. Cheater. Ohne sie kaputt zu machen. Hat er gerade den Zwiebelritter geschlagen? Ich habe doch das Splashen hören, als er durch ihn durchging. Ja, eindeutig. Au. Gut. Und so. Noch mehr vorzuweisen, hä? Ja, ein Schildbash. Du sollst das lassen. Auf dem Boden mit dir. Und... Oh. Keine Glanzvorstellung zugegeben, aber guck her, Zwiebelritter, es ist möglich. Wofür überhaupt? Wofür braucht der Körper? Oh. Ah. Oh. Meine Güte. Nur noch ein erstes. Und das nur auf dem Weg zum Boss. Ich muss wirklich entfachen, hä? Sonst komme ich hier nicht weit. Da brauche ich nicht lange Fackeln. Okay. Weiter geht's. Ich habe aber auch das Gefühl, dass dieses Anor-Londo wirklich riesig ist. Bisher laufen wir ja schon ziemlich lang darin rum. Und sind immerhin kein neues Gebiet. Es ist nur Anor Londo. Na? War zwar gerade ein bisschen konzentriert, aber es ging. So, dann haben wir die. Ach, hier sind wir. Oh. Nett. War das aber auch komplett vergebens, hier lang zu gehen. Bist du jetzt zufrieden? Oho! What's on your mind, friend? Wait. You defeated those monsters? Yep. Fantastic. I'm saved. This knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Danke, Winzwiesenring. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Aber du hast offensichtlich nicht sehr viel drauf, weil ich habe immer noch meine Anfangsausrüstung. Wirklich, so ziemlich. Bis auf den Drachenschild ist alles noch meine Anfangsausrüstung. Und nur das Schwert ist verbessert. Und dennoch habe ich leichtes Spiel gegen diese Ritter eigentlich. Der Windswesenring. Was ist der Windswesenring? Ein neuer Ring. Kleine Zunahme von TP. Und wenn ich ihn ablege. Weil die Drops. Ist wirklich bloß eine kleine Zunahme. Also ich finde den Ring jetzt nicht allzu nützlich, ganz ehrlich. Die Gegner ziehen mir doch viel mehr ab, als der es mir dazu gibt. Das macht das Ganze doch ziemlich irrelevant, oder sehe ich das falsch? Also ich meine, ich sehe das nicht falsch. On top of the castle, as it appears. Got anything else here? Nope, nothing at all. In this case, we can climb down the stairs. Oh, hier sind wir. Na, das ist lustig. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nee, gegen das kämpfe ich noch nicht. Jedenfalls nicht, bevor ich nicht bei einem Leuchtfeuer war oder so. Ach, da unten haben wir ja einen Ritter und... Oh. Oh, der will ernsthaft hier gegen mich kämpfen? Damit habe ich keine guten Erfahrungen, ganz ehrlich. Nicht auf so einer engen Gegend. Ich muss an ihrem Rücken können. Key Strategy und so weiter. Hat ja bisher gut funktioniert. Vor allen Dingen, dass man ihren Schildbash so ausnutzen kann. Und vor allen Dingen hat der noch einen Speer. Der hat es auf dieser Innenumgebung sowieso leichter als die Schwertkämpfer gegen mich. Ah, was? Wieso nicht? Was? Funktioniert mal... Nee, der dreht sich zu schnell um. Ja, jetzt funktioniert mein Backstab. Yeah! Immer in den Dreck. Nicht umsonst heiße ich Dreck, Linus! Nein.
würde ich ja die ganze Zeit im Dreck liegen. Aber das passiert nur die Hälfte der Zeit. Man muss aber zugeben, ich habe gerade ein erstaunliches Pech, was den Backstab angeht. Ach, dieser Schildbash. Er zieht wahrscheinlich eh nicht viel ab, aber... Ah. Wird dir zum Verhängnis, der Schildbash. 1000. Gut. Dann würde ich mal sagen, schnetzen wir noch den da unten. Und dann haben wir da eine Tür. Okay, also keine Sackgasse. Ach, wir haben ja schon mal in diesen Raum reingelinst. Warte mal, er war genau über dem Leuchtfeuerraum, oder nicht? War es nicht so? Irgendwie so? Sind wir jetzt nicht ein Stockwerk über dem Leuchtfeuer? Hinter einer dieser Türen, die sich von nur von einer Seite aus öffnen lässt? Okay. Huch. Mist. Der Kampf läuft richtig komisch, ja? Die können ja auch Estes nehmen, oder? Ach, dieser Schildbash. Wenn das so weitergeht, benenne ich noch eine Folge danach. Ach, dieser Schildbash. 8, dieser Schildbash. Ausrufezeichen oder Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Mann. Und ich werde ihm auch so oft spüren. Immer ist meine Ausdauer weg deswegen. So. That's that. Hm, beide echt. Silberrette Helmrüstung? Oh nein, ja. Stulpen und Gamaschen. Yay, wir haben die Silberritterrüstung. Ritterrüstung. Hä? Ich höre noch dieses eine Vieh atmen, ist aber kein Wunder, es ist irgendwo über uns. Oh, oho. Perfekt zum Aufleveln. Machen wir einfach mal Stärke. Dann gucke ich gerade nochmal auf die Attribute. Ne, immer noch 64,0. Ich habe keine Ahnung, wie ich das steigern kann. Nun gut. Egal, wie weit der Part jetzt ist, ich würde ihn doch gerne an dieser Stelle beenden. 12 Minuten? Wollen wir noch einfach mal wohin gehen? Noch ein paar Minuten? Ich dachte, wir wären schon bei 20 Minuten eigentlich. Kam mir so vor. Sind wir da wohl doch reichlich schneller gewesen. Dann haben wir hier jetzt eine Abkürzung in dieses eine Stockwerk. Also eine Abkürzung zum Boss freigeschaltet. Kämpfen wir jetzt noch gegen ein paar Silberritter, würde ich sagen. Die uns jetzt sowieso im Weg stehen. Wenn die aus dem Raum alle respawnen, versteht sich, wovon ich eigentlich ausgehe. Weil wenn der hier respawnt, warum dann die nicht? Wäre ein bisschen unlogisch. Au. Ein bisschen weg von der Wand. Und danke für die Möglichkeit, die du mir da bietest. Hm. Ein bisschen zu nah an der Wand. Komm ruhig her. Ich glaube, ihr merkt es, ich behalte meine, vor allen Dingen meine große Pyromantie-Flamme immer noch auf. Für irgendwelche Gegner, wie zum Beispiel der da in diesem einen Raum hockt. Hui. Die einfach mal kommen oder mögliche Mimiken, denen wir noch begegnen. Oi. Okay. Würde mich annerven, wenn ich du wäre, wenn mich andauernd jemand in den Rücken stechen würde. Und dann sowas macht. 1000 Seelen. Also ich weiß, hier könnte man auf jeden Fall für Level-Ups farmen. Oi. Kommt der zweite dann hier auch noch? Der da hinten? Nö, der steht still. Ach, dann müssen wir gar nicht gegen den kämpfen. Ich würde mal sagen, dann lassen wir ihn aus, hä? Oder auch nicht. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Ja, vielleicht nenne ich den Part auch Geheimnisse von Anor Londo. Aber was haben wir für Geheimnisse? Diesen komischen Zwiebelritter aus Katharina? Kam der andere gerade? Nee. Wieso steht er so still? Der hat wohl eine ziemlich niedrige Erkennungskarte, Rate, wo er getriggert wird. Okay. Mann, aber ich fühle mich so, als würde ich zwei Parts lang nichts anderes machen, als um Ritter rumrennen. Im Grunde ist es auch so. Ich würde mal sagen, dann machen wir es einfach nochmal.
Jo, erst wenn ich direkt vor ihm stehe, fängt er sofort an mit einem Schildbash. Hat er das nicht eben auch schon gemacht? Macht er das immer? Und weg! Das sind überall diese komischen Drachenköpfe. Okay. Da hat jemand ziemlich Drachen gesammelt. Gibt's hier vielleicht einen Drachentöter? Was? Wow. Ich wollte bloß ein bisschen Essen nehmen und dann stürmt er gleich auf mich zu. Meine Situation sieht gerade nicht so goldig aus. Wir hatten schon eine schlechtere, auch gegen den Silberritter, aber okay. So, und go. Jetzt aber mal Estes. Okay. Ah, Mann. Ups, ach, das war ein Backstep. Und ein Kill. Gut, begrüße ich. Weiter hoch. Nee, da oben war keiner. Nöp. Ja, ein Raum mit diesem Riesenvieh, was ich immer noch auslasse. Und dann sind wir hier. Haben hier was, was verdächtig nach einer Illusionswand aussieht, aber keine ist. Was? Ach so, das ist der Krug. Ich dachte, das wäre eine Schlange, hä? Das sind andere als da draußen. Die sehen größer aus. Noch größer. Und ich kann da runter. Und da unten ist ein Silberritter oder ein schwarzer Ritter. Ich kann es gerade nicht erkennen. Hier war ein kaputtes Fenster und dort unten. Da muss der Boss sein. Aha. Hier können wir auch irgendwo runter. Nach draußen, da müssen wir den ganzen Weg zurück reingehen, schätze ich mal. Ne, wäre wahrscheinlich eine Falle, hä? Da unten haben wir den. Wo es dann auch nur runter zu denen geht. Und hier haben wir noch eine Abbiegung. Da würde ich sagen, erst die Abbiegung. Ein Schmied? Ich will meinen Krummsäbel aufleveln. Das wäre perfekt. Ich müsste doch auch genug Scherben haben, oder nicht? Ein Schmied, ein Schmied, ein Schmied. Das machen wir zum Abschluss des Partes. Zum Schmied gehen. Yay. Er ist wirklich ein Gegner. Ich wusste schon, dass es mich verarschen würde. Okay. Das ist eine Truhe. Warte mal. Darf ich mal... Lass mich vorbei. Danke. Falkenring. Noch ein Ring. Darf ich raus? Oh. Entschuldigung. Ich habe eine Versicherung, die regelt sowas. Warte mal. Nicht Dreieck war's. Start war's. Oh, stimmt ja. Gucken wir mal den Falkenring an. Für Bogenreichweite. Aha. Also Tatsache. Yes, ich forge meine Weapons. Nein. Hä? Krummsäbel umwandeln in Krummsäbel 5 göttliche Keule, okkulte Keule. Aha. Waffen verstärken. Mein gerades Drachenschwert gibt nicht. Krummsäbel plus 9. Gerne. Und plus 10. Gerne. Blitzgemitter. Quelax Furienschwert. 5000 Seelen? Gerne. Gerne! Dann müssen wir die da draußen schnetzeln und dann wandeln wir unser Krummsäbel um, schätze ich mal, in eine stärkere Waffe, wie es aussieht. Tjo! 19 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Suicide Dark Souls. Bis dann!